So, ja, bleib sitzen Industries, immer noch auf dem Pall Mall Festival, zweiter Tag heute. Immer noch sonnig, gefühlte 40 Grad. Heute, jetzt Platzspot bei uns, gerade frisch von ihrem Auftritt von der Bühne direkt runter zu uns auf die Interview-Couch. Wie hat euch euer Auftritt gefallen? War's gut? Publikum? War vor allem verdammt scheiße heiß, ja. War sehr heiß. War cool, dass so viele Leute da waren und abgegangen sind. Da wird einem schwindelig. Ich fand's ultra geil, weil es halt einfach mal wieder ein Live-Auftritt war seit langem und es war fett. Ja, ich könnte kotze einfach. Nee, ja. Okay, erzählt war mal. War schön. Ja? Okay, erzählt mal ein bisschen was über euch. Wo kommt ihr her? Wie habt ihr euch zusammengefunden? Seit wann gibt's euch? Einfach mal ein paar Fakten. Das ist mein Part, ja. Seit 2006 gibt's uns, gell? 2006. Also die Konstellation gibt's seit 2006 und... Die Konstellation gibt's seit 2010. Was? Warte mal. Wann kamst du, Kuno? 7 war der. 2007. 7 oder 8, egal. Irgendwo da. Scheiß drauf, Mann. Platzspot gibt's seit 2006 und davor haben wir uns eigentlich gefunden durch unsere alte Gruppe, Platzspot, Blindfold, das war eine Coverband. Da kam der Vogel hier dazu und der andere Gitarrist, der da noch dabei war, der hat letztes Jahr die Band verlassen. Dafür ist dann der Langhage da gekommen, der Marius. Und nachdem sich dann die Coverband aufgelöst hat, haben wir einen Proberaum im Kalkwerk gekriegt und dann haben wir gesagt, jetzt machen wir das, worauf wir Bock haben, und das ist dann daraus entstanden. Okay. Ja. Okay. Hat noch einer was hinzuzufügen? Aua de Ischias. Bedanke mich. Nee. Okay. Ich okay. Hab schon vergessen, was die Frage war. Die nächste bitte. Ist eigentlich Geld. Auch völlig irrelevant. Ach so, alles so. Klar. Okay. Ist eh nicht schlimm. Ist nicht just schlimm. Like my man David over there. Ja, jetzt müssen wir mal wieder ein bisschen Ernst hier reinbringen für unsere Hartz-IV-Zuschauer. Ist ja klar. Ernst für Hartz-IV, alles klar. Pall Mall Festival, jetzt wie gesagt der zweite Tag. Gestern war der auch schon da, sicherlich, oder? Oder nicht? Warum nicht? Wo wart ihr? Arbeiten, Proben und deswegen Bier, Ischias, trinken, oder? Bier trinken. Arbeiten, deswegen Ischias, ja. Herr Björn hat ja geschlafen, ja. Und hast du zwischendurch mal gekackt, Björn? Oh nein, nee, Toni, ich vorm Schlafen. Finde ich gut. Direkt heute von der Frühschicht hier hin. Direkt von der Frühschicht. Okay. Harter Kerl. Okay. Außerdem haben wir gestern Abend nochmal geprobt. 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 Okay. Es muss ja auch alles sitzen. Funzen muss es. Sitze! Ja, machen wir weiter. Ja, Gerüchte sagen, ihr wollt eine CD rausbringen, wird sich immer nach hinten verschoben. Habt ihr einfach keinen Bock oder kein Geld oder woran liegt's? Wir hatten ein kleines Problem. Wir hatten eigentlich, als wir im Studio waren, schon einen Coverentwurf fertig. Und dann kam irgendwie die neue Darkest Hour raus und die hatten genau das gleiche Bild, das wir drauf hatten, ein bisschen anders gestaltet. Und dann mussten wir halt ein neues Artwork machen und das hat sich ewig gezogen und da gab es dann noch ein paar Verhandlungen. Wir haben ein paar Angebote bekommen und mussten überlegen, ob wir das annehmen wollen oder ob wir unabhängig bleiben. Wir haben uns erstmal fürs unabhängig bleiben entschieden und die Platte kommt jetzt voraussichtlich am 15. Oktober raus. Embrace the End. Checkt es bei Facebook an, wen es interessiert. Es ist ein ganz schönes Killer-Album geworden. Killed. Okay. Und danach auf Tour gehen? Stimmt, mit dem danach, Album, gehen, wir auf, oder? Danach ja? Gehen wir auf Tour, ja. Also wir gehen im November auf Tour, November, Dezember. Also im November machen wir Promotour für die CD, Embrace the End. Und im Dezember spielen wir die Bad Santa Tour, was wir letztes Jahr schon gespielt haben mit ein paar Bands. Okay. Aus Aachen, sind noch Spanier dabei, also Backstage, ja. Also schön eins auf die Mütze, ganz Weihnachten. Ja, nochmal ein Gruß an unsere Tourpartner von Soulbound. Von Soulbound und von Hope Does First. Alter. Ja. Waren wir letztes Jahr schon mit unterwegs, hat Bock gemacht mit den Jungs und macht dieses Jahr bestimmt wieder sehr viel Bock. Okay. Was erwartet ihr euch jetzt noch hier vom Pall Mall? Bisschen Saufen, Weiber, wilde Spiele? Bier und
Männer, du gute Männer. Musik. Ah, ich nicht mehr? Nein, du Männer, wir Frauen. Ja, ja, ich, also ich erwarte auf jeden Fall noch ein paar heiße Surferboys. Okay. Ich habe eben schon so ein paar auf der Bühne schon ausgemacht, die ich auf jeden Fall heute Abend rannehmen werde. Und Kossi ist momentan auf Single. Der dritte, den ich ausgemacht habe, ist er. Okay. Du wirst heute Abend auch noch gefickt. Fabian, hast du die Nummer jetzt? Alter! Kann man mal alles mitnehmen, ja? Ist ja nicht umsonst Groupie. Ey, auch einen schönen Gruß, Timmy, komm her! Unser Soundmann aus dem Kalkwerk. Komm her, Mann! Komm her! Hey! Timmy, komm her! Das ist unser Soundmann aus dem Kalkwerk, den haben wir extra mitgebracht. Timmy, wie fandst du es denn? Es war super geil. Also, wie über mich? Achso, ja, viel Kakao. Timmy hat viel Kakao getrunken. Nein, okay. Auf jeden Fall, wir werden heute Abend noch ein bisschen, keine Ahnung, ein bisschen abfeiern, ein bisschen... Das können Sie am besten, dumm Zeug. Ja, hey, das kennen wir, du. Okay. Wir werden ein bisschen Party noch machen und will die nächste Frage stellen. Der hat doch ein eigenes Mikro. Okay, abschließende Frage noch. Was, schon letzte? Natürlich. Keine Zeit, Zeit ist Geld. Ja, ekelhaft. Von dem her, übrigens, also bleibt sitzen, finde ich voll Frage scheiße. Jetzt noch, eure Bühnenchoreografie, habt ihr die selbst entworfen oder hat euch Detlef die Soße dabei geholfen? Den hatte man erst angerufen, der war aber zu fett und da hat er gesagt, ich kann mich nicht bewegen. Und da haben wir gesagt, mach mir die Scheiße halt selber. Und schöne Grüße an Detlef. Ja, der übrigens jetzt auch bei Germany's Next Top Model mitmacht. Ja. Nö, das kommt einfach so. Also, wir lassen es einfach mal so. Also, der Detlef ist eigentlich schon ein Gute, ja. Der hat halt mittlerweile, momentan hat er Hämorrhoiden, deswegen ist er halt ein bisschen verhindert. Ansonsten hätten wir gern wieder mit ihm gearbeitet. Wir haben ja schon diverse Ausfallschritte mit ihm geübt irgendwie. Und ja, diesmal konnten wir es leider nicht machen. Warte. Das stellt ihr doch online, oder? Alles. Hier komplett ungeschnitten. Detlef, wenn du das jetzt siehst, ist alles nur Spaß. Bist ein ganz süß hier. Gell? Nicht, dass wir hier noch verklagt werden, wenn wir hier so Scheiß drehen. Ey Leute, was ist? Hast du noch eine Frage? Ich würde sagen, es war's eigentlich, ja. Wir gehen jetzt Backstage und werden den Rest von dieser Crew durchficken und vielen Dank an euch fürs Interview. Auf jeden Fall, checkt die Platte, Facebook und den ganzen Mist. Und Online-Store. Online-Store haben wir auch, Big Cartel, checkt einfach Facebook. Alle feiert, habt Spaß. Checkt. Haut rein! Platzsport-music.de. Dankeschön. Okay, super. Interview gerade mit Bloodsport auf dem Pell Mell Festival. Ich würde sagen, Party geht jetzt noch weiter. Bleib jetzt in Industries.